Du weißt sicher, dass Sonnenlicht, aber auch das Küssen Endorphine ausschüttet. Endorphine sind Glückshormone. Und es gibt einfach Menschen, die zu wenig Endorphinausschüttung haben. Und das kann oft auch der Grund sein, dass sie eben in depressive Verstimmungen kommen. Es kann auch passieren, dass chronische Schmerzen entstehen. Und das Coole ist, du kannst auf komplette, natürliche Art und Weise deine Endorphinausschüttung stimulieren. Und das finde ich richtig cool. Und das Ganze passiert eben mit ätherischen Ölen, weil Pflanzen sind nicht umsonst bei uns auf der Erde und dessen ätherische Öle haben einfach gewisse Wirkungen. Und was die Endorphinausschüttung betrifft, damit du einfach nicht zu sehr in so eine depressive Stimmung verfällst, hilft zum Beispiel Ylang-Ylang, Rose, Jasmin, Grapefruit, Muscatella-Salbe oder ganz cool sind auch schon fertige Mischungen, die genau auf das konzipiert sind, dass du einfach eine genialere Stimmung hast, dass du dich wohler fühlst, gelassener, entspannter, aber eben auch deine Endorphinausschüttung, das Glückshormon, angeregt wird. Und das ist jetzt zum Beispiel, das nimmst leicht oder Nervenruhe. Das sind jetzt zum Beispiel schon fertige Mischungen, die man auf den Körper oder auf den Fußsohlen auftragen kann. Oder Mischungen, die du zum Riechen verwenden kannst oder zum Mischen, wie zum Beispiel Loslassen, Relax, von Herzen, absolut grenzgenial. Und dann gibt es auch noch Balsame, die genau auf das abzielen, wie zum Beispiel der Sonnenstrahlbalsam oder der Sandelholzbalsam oder der Rosenbalsam. Das heißt, die haben jetzt nicht nur diese Wirkung, die haben viel, viel, viel mehr Wirkung. Also auch deine Haut wird dadurch absolut verbessert, deine gesamte Ausstrahlung verbessert sich. Aber jetzt rein zum Thema Endorphinausschüttung sind genau diese Komponente an ätherischen Ölen wirklich sehr, sehr wirksam. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, kannst du mir sehr gerne einen Kommentar schreiben. Du kannst mich gerne sogar persönlich anschreiben und folge mir gern für mehr Tipps.